Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zum Projekt von Server 9 von Shakes and Fidget. Ja, lange ist es her. Wollte es eigentlich schon gestern aufnehmen, habe es dann aber doch nicht geschafft, weil es dann in aller Eile gewesen wäre. Das ist ja auch nicht so schön. Deswegen habe ich es dann doch trotzdem auf heute verschoben. Und ja, dann fangen wir auch... Ich dachte schon erstmal wieder nur für Gold drin, aber gleich zwei Stück für Pilze hole ich mir natürlich nicht. Top-Tränke dürfte ich noch haben, genau. Perfekt für die Dungeons, die wir jetzt gleich legen werden. Aber erstmal machen wir noch einen Arena-Kampf für das schöne Sammelalbum, das immer noch nicht auf den gewünschten 75% ist. Aber das wird schon noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja erst Stufe 64 mit 64% Sammelalbum. So, dann was haben wir hier noch Schönes? Kann weg, genau. Beides kann weg. Zack, zack. Den behalten wir mal noch. Joa, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mit dem hier an. Das dürfte der schwächste sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gut, das ist ein Geschickgegner. Das heißt, wir überspringen den Kampf, weil er sonst zu lang dauern würde. Und Stufe 65. Übrigens haben wir dieses eine Ziel, die 50% Gildenausbau schon erreicht. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht erwähnt gehabt. 50 Dungeon-Etagen, das wird wahrscheinlich sogar ein bisschen eng werden. Weiß ich noch nicht so genau, weil wir haben gerade mal die Hälfte, aber sind schon weit über der Hälfte der Stufe 100. Und Rang 8000, das wird, ja, wird auch noch eine kleine Herausforderung. Wie gesagt, Gildenausbau und Sammelalbum haben wir dann bald. So, das Höllenwesen müsste eigentlich auch locker drin sein. Ein Stärkegegner, nur 5 Stufen höher, dürfte eigentlich keine großen Schwierigkeiten machen. Wir haben genug Pilze, da ja am Wochenende wieder pro Video 2 Pilze waren, also habe ich da fett Videos angeguckt, nein, natürlich nicht, im Hintergrund laufen lassen und dann immer die schönen 2 Pilze abgeholt. Lohnt sich echt, also das kann ich euch nur weiterempfehlen. Jetzt so für einen Pilz, da würde ich es jetzt nicht die ganze Zeit machen, weil irgendwann nervt es einfach nur. So viel kriegt man da jetzt auch nicht. Aber bei Pilzaktionen, da würde ich es immer machen. Also wirklich, das ist schon 2 Pilze für, sagen wir mal, 2 Minuten. Das ist doch schon einiges. So, dieses Höllenwesen ist doch stärker, als ich gedacht hätte. Mist. Nur 5 Stufen höher und trotzdem so stark. Ich glaube, es geht einfach mal ein bisschen Verteidigung. Dann wird das, glaube ich, auch ein bisschen besser. So. Intelligenz natürlich auch. Immer gleich hoch. Ungefähr lassen. Genau. Dann noch ein bisschen Ausdauer. Und das Gold ist weg. Schade. Joa, dann machen wir einfach mal hier weiter. Vielleicht ist der ja schwächer. Genau, Stufe 64. Der dürfte aber jetzt keine großen Schwierigkeiten machen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, dann wollte ich mir heute Assassin's Creed 4 holen. Black Flag ist ja seit gestern draußen, dachte ich zumindest. Für PC ist es noch nicht erhältlich. Habe ich dann heute nach 3 Stunden in der Stadt rumfahren, in jedem Elektronikmarkt, den es eigentlich gibt hier in der Stadt, nachgefragt und geschaut. Und keiner hatte halt eine Ahnung, ob es schon draußen ist oder nicht. Die haben alle nur gesagt, sie haben es nicht. Und dann endlich hat mir dann einer, der ein bisschen Ahnung von Spielen hatte, gesagt, Entschuldigung, gesagt, dass das Spiel noch gar nicht erhältlich ist für PC. Da dachte ich mir einfach nur, 3 Stunden meines Lebens vollkommen umsonst in die Tonne getreten. Na gut, ich habe Ferien, von daher geht's noch, aber ärgerlich war's trotzdem. So, der ist sogar nur Stufe 62, der sollte noch leichter gehen. Aber Epics scheinen die nicht so parat zu haben. Ich will endlich mal eine Epic-Waffe mit dem haben, hatten wir glaube ich noch gar nicht. Ja, ausweichen, blocken. Nervt immer wieder solche Kämpfe. Zack. Waffe, aber kein Epic. Wäre das geschickt, wäre es eine coole Waffe. So ist es natürlich Rotz. Hauen wir das mal weg. Und skillen wieder ein bisschen Ausdauer und Glück. Und dann probieren wir mal die Klapper-Cobra.
Stufe 72 und auch noch Geschick. Pff, aber das Höllenwesen, Kundi gegen Krieger, zwei Stufen niedriger, schaffe ich nicht. Ja, manchmal regt mich dieses Spiel auf. Egal, 30 Dungeon-Etagen fehlen noch 20 bis zum Ziel. Und welcher ist jetzt der nächste? Ich glaube, der Schattenalligator. Ah, auch ein Krieger. Nochmal zwei Stufen niedriger ist das Höllenwesen. Müsste schaffbar sein. Aber, naja. Man kennt ja Shakes and Fidget. Der haut aber Fett-Damage raus. Blockt er auch noch. Ach, wieso weiche ich denn nicht aus? Was ist denn das hier? Ach, unfair. Egal, jetzt muss ich nochmal schauen. 5 Tage hält er noch. Dann mache ich einfach Folgendes. Dann leasen wir den. Zack. Kriegen wir erstmal nochmal schön Gold. Und jetzt können wir alle Pilze, die wir noch haben, fett in den Dungeon verballern, ohne dass ich Bedenken haben muss, dass ich mir den Greifen noch holen muss. So, dann schauen wir trotzdem mal, welches Level das Ungeheuer ist. Oh, Level 76. Oh mein Gott. Und Geschick auch noch. Wobei die Kämpfe sogar besser aussehen als gegen die Krieger. Das ist schon komisch. Ah, jetzt sieht es nicht mehr so rosig aus. Und noch einmal treffen. Das ist doch. Und noch ein Glücksepic. Ja, ich werde noch wahnsinnig heute. Da kriegt man mal ein Epic und dann ist es auch noch ein Glücksepic. 2000 Gold. Okay, das ist ziemlich cool. Wobei es so viel gar nicht mehr ist. Das ist einmal Geschick und zweimal Ausdauer. Das ist echt nicht viel. Egal, Stufe 66. Ja, dann ist jetzt der Schattenalligator der nächste und danach das Höllenwesen. Wesen. Ich müsste einfach nur meine über-super coole Kundi-Power benutzen, indem ich jeden zweiten Schlag ausweiche, aber irgendwie klappt es hier nicht so richtig. Boah, der Crit hat gesessen. Ast rein, du Alligator. Das Blöde ist, das Höllenwesen würde ich noch gerne legen, weil es halt hundertprozentigen Epic gibt und da wäre halt wieder die Chance auf die Epic-Waffe. Aber wenn wir nicht mal den schaffen, dann ist das Höllenwesen sowieso aussichtslos. Von daher muss dieser dämliche Alligator noch fallen. Wobei der Versuch jetzt richtig schön aussieht. Noch ein Crit. Da ist das Ding schön. So, jetzt können wir das Höllenwesen legen. Hat nur 40 Stärke mehr, ist nur 2 Stufen höher, also müsste, also rein theoretisch müsste sehr locker fallen. Er blockt ziemlich viel. Und hat, ja gut, ja doch knapp das Dreifache an Leben eigentlich. Und haut Damage raus wie noch was. Ich mache irgendwie gar keinen Schaden, obwohl ich so viel Geschick habe. Ich habe extra mal den Charakter ein bisschen anders gespielt, indem ich nicht so viel auf Verteidigung gehe und dafür sehr viel auf Angriff. Ich habe fast 2000 Geschick und der hat gerade mal 1200 Stärke. Trotzdem habe ich keine Chance gegen den, wie es aussieht. Vielleicht brauche ich auch einfach mal einen glücklichen Versuch. Kann natürlich auch schon der Schlüssel zum Erfolg sein. Naja, werden wir sehen. Ich critte auch sehr selten. Oh, jetzt war ein schöner Crit. Oh, jetzt noch ein Crit. Ah, schade. Schade. Das Blöde ist, ich halte nur 4 bis 5. Ups, soll ich aus Versehen übersprungen. 4 bis 5 Schläge halte ich leider nur aus, deswegen, vor allem wenn er crittet, habe ich gar keine Chance mehr. Das ist auch noch das Blöde. Also die ersten Schläge, wenn mich treffen, ist nicht so schlimm, aber. Seine letzten dann, der ziehen mir ja fast die Hälfte ab. Jetzt bin ich kein einziges Mal ausgewichen. Ah, jetzt. Schade. Warum ist der bloß so stark? Ich habe sogar das Ungeheuer auf Level 76 besiegt. Das ist doch wirklich unfassbar. Eigentlich müsste man es gegen Kundschafter schwerer haben als gegen Krieger. Und trotzdem
kriege ich von dem hier so die Fresse poliert und von dem Kundschafter überhaupt nicht. Noch einmal. Ja, da ist das Ding und alle Attribute-Schuhe. Das ist doch wirklich... Na gut, die Schuhe waren echt schlecht, von daher ist es nicht so schlimm. Ja. Haben wir jetzt die ersten beiden Dungeons komplett gereinigt. 33 Etagen gesamt. Und da müsste eigentlich der Grabräuber... Nein, der ist ganz sicher nicht der Nächste. Ich meinte den hier. Stufe 74 Krieger. Selber Spruch wie vorher, müsste eigentlich machbar sein. Weil er kaum stärker ist als das Ungeheuer. Ja, wobei, ja, ich glaube mit dem, ich glaube, das ist jetzt echt Pilzverschwendung, weil, naja, so rosig sieht es ja nicht aus. Der haut uns schon ziemlich fett Damage rein. Ja, ich glaube, wir warten jetzt einfach noch ein bisschen, ich skill ein bisschen mehr auf Ausdauer und ein bisschen noch auf Verteidigung. Dass es hier beides so ungefähr auf 100 ist, Glück auf 200, Ausdauer 500 und dann wieder alles auf Geschick. Und dann machen wir nochmal die Dungeons. Ich meine, wir haben eh nur noch 4 Pilze, viel ist da gar nicht mehr machbar. Joa, aber so im Überblick, nach circa einem Monat Projekt, oder ein Monat ist glaube ich noch gar nicht, 2, 3 Wochen, 3 Wochen. Boah, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Es müssten jetzt circa 3 Wochen sein. Fast ein Monat, also... Fast ein Monat, Stufe 66, 33 Dungeon-Etagen, 50% Gildenausbau. Der könnte natürlich schon viel höher sein. Ich baue halt nicht weiter aus, weil es einfach auch Pilze kostet. Ich hätte sie zwar durch die Videos, habe ich 105 spendbar, also das wäre kein Problem. Aber erstmal ist das Ziel nur 50% und zweitens lohnt sich's nicht. Ich meine... Wenn ich dann für 100 Pilze 10% mehr Lehrmeister oder Goldschatz hat, ist es dann, ja, lohnt sich dann mehr, lieber noch ein bisschen die Dungeons zu pilzen oder 300 Alu zu spielen. Von daher werde ich das nicht machen. Zumindest vorerst nicht mit dem Ausbau. Ja, dann würde ich mal sagen, war es wieder. Mal wieder ein etwas längerer Part. Endlich mal wieder ein Part. Und ja, wir sehen uns morgen in einem wahrscheinlich League of Legends Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich aufnehmen werde, aber wird bestimmt was Lustiges, Spannendes sein. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.